Anne Frank, morgen mehr das neue interaktive Lernlabor der Bildungsstätte Anne Frank und der Name ist Programm. Einmal natürlich Anne Frank, es geht um historisches Lernen, es geht darum, Anne Frank kennenzulernen, es geht darum, ihre Biografie näher kennenlernen zu können oder aber eben auch das Tagebuch, mit dem sie berühmt geworden ist, sich genauer angucken zu können. Es geht aber darüber hinaus. Anne Frank morgen mehr, das zitiert zum einen den Tagebucheintrag, den Anne Frank als Ersten geschrieben hat, nachdem sie im Versteck gewesen ist, wo sie angefangen hat zu erzählen, was ist eigentlich alles passiert, seitdem ich das letzte Mal geschrieben habe, wird nicht fertig und endet mit morgen mehr. Und dieses morgen mehr ist ein Stück weit auch ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, morgen mehr gibt es mehr Geschichten, aber es gibt auch ein Morgen. Das steckt zum einen in dieser Ausstellung oder in diesem Ausstellungstitel drin, diese Frage nach dem, was passiert morgen, was wünschen wir uns von morgen, wie kann morgen mehr aussehen, und leitet eben dann auch genau über in einen gegenwartsbezogenen Teil, in dem es darum geht, dass es ganz viele unterschiedliche Fragestellungen gibt, die in Kontinuitäten und Brüchen uns als Menschen begleiten und vor allen Dingen eben auch Jugendliche schon lange begleiten. Auch deine Meinung zählt, ist ernst gemeint. Es gibt ja häufig ein Partizipationsversprechen, was dann irgendwie gegeben wird und danach ist es dann nicht mehr wichtig, tatsächlich wie die Meinung war. Im Lernlabor ist es so, dass Meinung der Jugendlichen tatsächlich im Zentrum steht. Das ist einmal von der Konzeption her tatsächlich so. Jugendliche waren schon immer davon betroffen, was um sie herum passiert ist. Sie haben immer scharf beobachtet, eine Meinung gehabt, haben die auch geäußert, werden aber nicht immer gehört. Und im Lernlabor begegnet man unterschiedlichen Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Zeiten, neben Anne Frank, die darüber sprechen, was sie beobachten, was sie als Unrecht empfinden oder wozu sie eine Meinung haben. Das geht von historischen jugendlichen Perspektiven bis zu gegenwärtigen. Und ganz wichtig ist eben dann auch die Perspektive der Jugendlichen, die in die Ausstellung selber kommen, in das Lernlabor kommen und sich auseinandersetzen mit unterschiedlichen Themen, wie morgen mehr Mut, wo es um die Frage nach Zivilcourage, nach Helfen, nach solidarischem Handeln geht, oder aber morgen mehr Gerechtigkeit, wo die Frage gestellt ist, was sind eigentlich Menschenrechte, was bedeutet Gleichwertigkeit, Menschenrecht und Gerechtigkeit und Recht, wie ist es miteinander verquickt. Es gibt morgen mehr Vielfalt, wo es Fragen und Meinungen zu den Normalitätskonzepten gibt, mit denen wir konfrontiert sind und an denen wir uns auch reiben. Und gerade Jugendliche, die sich an sozialen Konventionen ja auch häufig reiben. Es gibt das Kapitel Morgen mehr Welt, wo es um Fragen wie Migration, Flucht und Asyl geht. Oder aber auch das Kapitel Morgen mehr Respekt, wo es ganz stark darum geht, herauszufinden, wie erleben Jugendliche heute eigentlich Diskriminierung, in welchen Formen erleben sie das. Wie gehen sie damit um, wenn Menschen Vorurteile haben, was haben sie für Vorstellungen und Ideen, wie eine vorurteilsfreie Welt aussehen könnte und gestaltet sein könnte. Im Wesentlichen ist die Frage, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?